Tirana. Hier ist Radio Tirana mit seinem Programm in deutscher Sprache. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, Sie empfangen das deutsche Programm von Radio Tirana täglich, von Montag bis Samstag auf unserer Internetseite www.rti.rtsh.al sowie um 7:30 auch auf der Kurzwelle. 1985 kHz. Regionschef Rama. Die neue Nachbarschaft soll umfasst Kindergarten, Gartengesundheitszentrum, Verwaltungsdienst und eine große Markt für die Gegend. Im Rahmen der Wiederaufbauprogramms in Puschkoja werden 15 Gebäude mit 100 Wohnungen gebaut. Tirana. Nach einem Krieg entfremdet die Lage in der Demolition. Die nationale Zivilschutzbehörde erklärte, dass diese Tank an den Händen, die um 24 Stunden unterbrochen mit maximaler Energie gearbeitet haben, um die Situation zu normalisieren. Die Zivilschutzbehörde nahm an der Tirana. Der albanische Stadtpräsident Ibi Meta hat den Generalkommandant von Lanç Necip Vichani mit dem Hohen Orden Ehre der Nation geehrt. In einer feierlichen Zeremonie verglichen der Präsident der Republik Ibi Meta den legendären Kommandant des Antifaschismus Nationalen Befreiungskrieg General Major Necip Vichani. Das Hohe Orden Ehre der Nation. Nach dem Tod mit der Motivation, die Bündelung der herausragenden Beitrag zum Schutz der Freiheit, Unabhängigkeit und territorialen Integrität des albanischen Staates, ausgezeichnet für seinen Mut, seine Engagemente und seine Führungsqualität, während der Lanç als einer der ersten Kämpfer der Partisaneneinheiten und Truppen zu dem Militärkommandant der Angriffsbrigade, sowie einer der Gründer der freiwilligen Veterinärorganisation von Lanç. Tirana, Jungen wird an der Priorität des dritten Mandats in Funktion der Vision Albaniens verfolgen, sagte heute der Regierungschef Igirana anlässlich des internationalen Jungenstags Ramazan-Position auf einer Wiederschaft. E diskusi del mutuale internazionale intanto attualmente. Ministro in corso di tanto in mille botschaft, dass jeder Tag des Jahres für die Unterstützung jungen Menschen wichtig ist. Die Jugend ist nicht nur für die nächsten 4 Jahre, sondern auch in der Vision Albanien 2030 eine der Prioritäten der Regierung, sagte die Ministerin Kushi.
Der war in diesem Familienübergriff am Monasterium hat heute an die Bürger appelliert, sich in der Nähe des Gesundheitszentrums impfen zu lassen. Im August werden wir die Impfung aller Bürgerinnen und Bürger ab 18 Jahren ermöglichen. Die Impfung ist eine normalische Verpflichtung, um alle unsere Lieben zu schützen. So die Ministerin in Albana sind bis jetzt 2 Millionen Familien Sommerzeit. Heutigen Geburtstag am Internationalen Katzentag. Hat jemand in der deutschen Redaktion eine Katze oder eine Katze? Herzlich Grüße aus dem Südländer Friedau und sowie Glückwunsch zum Jahrestag der ersten deutschsprachigen Kultwellensendung von Radio Tirana vom 11. August 1952. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, danke für die Nachfrage. In der deutschen Redaktion hat niemand hier im Haus. In Albanien, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, hat viel Zeit von Tierliebeplatz in Albanien hat andere Tiere. Albanien hat spektakuläre Landschaft und eine eindrucksvolle Vielfalt der Tier- und Pflanzenwelt. Auf nur ca. 8000 Kilometer finden wir 30% aller Pflanzen, die in Europa bekannt sind. 489 Arten findet man nur in Balkangebieten und 40 Arten sind Endemiten des Landes.
Trotz der kleinen Fläche hat Albanien für die Naturparks in Dänemark nicht nur die einzigartige Naturlandschaft, sondern auch eine echte und ungewöhnliche Natur erforschen kann. Die steilen Berglandschaften und tiefen Wände Albanien sind unbewohnt und Menschen und somit auch industrielle unerschlossen. Für Tier und Pflanzen ist das von Vorteil, denn hier natürlich Lebensraum bleibt so erhalten. So leben in den Bergen noch Wasser, Früchte und Lüchte. Es gibt sogar noch Braunbären, auch wenn die Zahl der Bären immer weiter zurückgeht. Die Schweine, Ziegen und Schafe leben auch in besiedeltem Gebiet und sind vor allem in Dörfern manchmal noch Lebensgrundlage. Auch das Meer und die Küste bieten eine Heimat für viele Tiere. Es gibt Schildkröten und eine große Zahl an Fischarten. Besonders ein Zigarettiger ist die Vogelfriedtag in Albanien. Das Land hat mehr als 340 einheimische Vogelarten zu verzeichnen. Dazu gehört das albanische Nationalalltier, der Steinadler, aber auch Falken und Milen. Außerdem bietet das Land immer wieder eine Rastplätze für Durchreisende zu Volk, die sich meistens in den kleinsten Gebieten niederlassen. In einem Teil in Albanien haben Biologen zwei bislang unbekannte Tierarten nachgewiesen. Albanien ist ein Bergland. Drei Viertel sind Berg und Hügel. Geografisch wird Albanien in vier Zonen geteilt. Das nordalbanische Berggebiet, das Zentralberggebiet, das südalbanische Berggebiet und die westliche Niederung. Die albanischen Alpen machen den größten Teil dieser Region aus. Sehr Klüfte, Berge, Vitale, Schlüchten, hohe Gipfel erinnern an die Dolomiten. Immer wieder an beide an der Hängel, Kahler, Schoffel, Berg, Glücken. Bücherwände werden noch Kieferwänden abgelöst. Dies schlagen die Nebelsäufer der Klinge, Lampanen, Scheine oder Zuren. Gespeist. Also weiche Kristallplane, Wildbrechen, schiere Teile durch das Klackgesteine passieren von Wald. Einige Schlüchten, Fossen, Wasserfälle rauchen in die Täler. Hier kann man grandiose Naturschauen bewundern. Im Rahmen eines Projekts über die Entwicklung des Bergtourismus wird auch die Straßeninfrastruktur ständig verbessert. Das war unsere Sendrei Antworten auf eure Fragen ein.
Chers amis auditeurs, bonsoir depuis Bratislava. Radio Slovaque Internationale et sa rédaction francophone viennent aussi vers vous le week-end. On ne se samedi pas d'innovation dans notre programmation.